Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zum nächsten Spiel bei meiner Billboard-Karriere auf der PlayStation 5. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Kurz das Mikro richten. Ja, nach diesem letzten Hammerkracher gegen Atletico Madrid, dieses 7:6, geht's weiter mit dem nächsten Gegner, der heißt Real Sociedad, die wir also ein bisschen aufgekauft haben in der letzten Saison, Anfang der Saison. Ja, warum wir gestern keine Folge FIFA kamen, ganz simpel, ich habe es einfach zeitlich nicht geschafft. Ich habe zwar ein bisschen was vorbereitet, aber es liefen gleichzeitig zwei Projekte auf. Ich dachte mir, ja, nimmst du noch ein bisschen auf. Es klappte nicht mehr. Ich hatte einen 12-Stunden-Arbeitstag. Ich mache das ganze Ding ja hier nur nebenberuflich. Was heißt nebenberuflich? Ich mache es als Hobby. Ja, dann habe ich gedacht, na, vielleicht kannst du noch ein bisschen was aufnehmen. Nee, ich habe es gestern einfach vor der Zeit nicht mehr durch. Ich bin eigentlich mehr oder weniger danach kurz ins Bett direkt ins Bett gefallen. Ich konnte einfach nicht mehr. Irgendwo setze ich mich heute ein bisschen ran und nutze diesen Tag, um ein bisschen aufzunehmen. Es wird das sowieso nicht besonders. Also wird schwierig werden, mit mir auch irgendwas zu machen. Können wir ein bisschen heute ballern und hoffen wir mal, dass wir vielleicht ja ein Projekt oder zwei Projekte abschließen können. Dieses Wochenende zumindest, ist ja geplant. Also Assassin's Creed würde ich gerne abschließen und auch SpongeBob Battle for Bikini Bottom würde ich gerne abschließen. Aber jetzt erstmal zurück zu meiner FIFA-Karriere. Wir machen heute weiter mit dem Heimspiel gegen Real Sociedad San Sebastian und hoffentlich ein etwas, Anführungszeichen, entspannteres Match. Ich habe keinen Bock schon auf so ein Ding, ey. Also 6-3, 5-1, haben wir gut, das haben wir gewonnen, aber jetzt 7-6, gerade so gegen Atletico. So, die Jungs möchten Ares kaufen. Verkaufsgebühr habe ich keine. Delegieren. Warte mal. Ich überlege gerade, ob ich ihn kaufen, ob ich ihn verkaufen soll. Nein, ich verkaufe nicht. Erstmal auf der Transferliste, aber ich verkaufe nicht. Vielleicht brauche ich ein bisschen Alternative irgendwann. So, kurz. Reingucken. Gut, machen wir nichts weiter. Aber warte mal, wir können ja mal kurz gucken, ob sie den Scout, ob man, was heißt Scout-Bericht haben. Ob es irgendwo Mega-Potenzial 71 bis 83 gibt. Aber es ist, glaube ich, jetzt gerade nichts Spannendes dabei. Hier 66 bis 92. Nee, aber es ist halt jetzt gerade echt nichts wirklich super Tolles dabei. Ne. Okay, weiter suchen. Gut, gehen wir auf jeden Fall rein ins Match. Direkt in die Partie. Ja, große Änderung brauchen wir nichts. Auf geht's. Heute haben wir eine spannende Partie für Sie. Stadion ist voll und die Fans können es kaum noch erwarten. Wir sind live dabei hier im San Mamés. Bleiben Sie dran. Liebe Fußballfreunde, willkommen im Estadio San Mamés. Ich begrüße Sie zu dieser Begegnung. Kommentieren werden dieses Spiel Wolfuß und der Kollege Frank Buschmann. Und heute freuen wir uns auf ein Spiel aus der La Liga Santander. Athletic Bilbao gegen Real Sociedad. Und das wird mit Sicherheit ein spannendes Spiel, Wolf. Die haben sich beide einiges vorgenommen. Real Sociedad will gerne mal wieder weiter nach vorne, aber stehen im Duell doch eigentlich eher andere Fragen. Aber warten wir mal ab, Ambitionen sind durchaus da, Potenzial ist vorhanden und es wäre ja nicht der erste Club, der nach einer Durststrecke wieder eine Kreuzung macht. Wir sehen eingeblendet die Aufstellung von Bilbao. Sie entscheiden sich für den 4-4-2 mit Raute. Eine beliebte Taktik, weil du damit für Lücken sorgen kannst, gerade über das Tempo im Mittelfeld. Hier ist die heutige Aufstellung von Real Sociedad. Sie wählen heute das 4-4-2 mit Raute im Mittelfeld. Das heißt, genau da im Mittelfeld wollen sie viele Akzente setzen, wollen viele schnelle Vorstöße einleiten und hoffen, die Abwehr
in Probleme zu bringen. Sørloth und Kubo, natürlich bekannte Spieler, Sørloth natürlich bei RB Leipzig gespielt. Ist, glaube ich, momentan auch nur ausgeliehen. Und Kubo, klar, japanisches Realtalent. Entwickelt sich, soll sich wohl ganz gut entwickeln, aber wie gesagt, passt einfach nicht in meine Transferpolitik. Gut, Gaetan aber auch nicht, aber naja. Sei es drum, auf geht's. Ja, wie Gala, der ist er schon. Ja. Erste kleine Annäherung, da war der Ball, springt erstmal weg. Wir wollen natürlich hier gewinnen, um weiter vorne ein bisschen weg zu, uns abzusetzen. Aktuell haben wir ja 3 Punkte Vorsprung nach diesem Sieg auf Sevilla. Denn er muss heute gegen sein früheres Team. Ganz einfach ist das nicht, oder beschieden? Sicherlich. Die Frage ist ja immer, kann er dann auch in so einem Spiel seine gewohnte Leistung bringen oder lenkt ihn das alles ab? Er kennt die Fans, kennt den Club, aber hey, das ist ein abgebrühter Profi, dem macht alles drumherum nichts aus. Der wird heute seine Leistung bringen. Das sieht der Club. Und abseits war es nicht. Schapper. Flanke kommt in die Mitte. Auch nicht gut. Ich muss wieder ein bisschen reinkommen in das Spiel jetzt gerade. Danke, Fusa Kubo. Kubo. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Ich hätte gerne mal wieder so ein einfaches zu Null Spiel. Also jetzt nicht über die 0 zu 0, aber. Ja, schade. Oyarzabal. Weiter am Ball, Abwehr findet kein Mittel. Und gibt's jetzt die Führung. Oh, und Williams. Wichtig, dass er den abblocken kann. Und wenn er nicht abgeblockt wäre, dann wäre es wenigstens mal eine Vorlage wär's gewesen, dann wäre es 1-0 für uns geworden. Der Gegner steht eher im Mittelfeld gerade so ein bisschen. Springt weg. Da wollen wir sie natürlich auch halten. Es ist ja, glaube ich, sowas wie Derby, ne? Es ist ja. Richtige Aktion. Mehr oder weniger ein Rivale. Athletic Bilbao dürfte ziemlich motiviert sein durch den jüngst erzielten Auswärtssieg, als es gegen Espanyol Barcelona ging. Da stand ein verrücktes Ergebnis am Ende auf der Anzeigetafel. Ich setze wieder auf sie. Chance zur Führung. Klasse aufgepasst vom Torwart. Kurze Ecke. Da machen sie die Räume eng, Ball im Aus. So. Kurzer Blick aufs nächste La Liga Santander Spiel für Athletic Bilbao. Dann geht es auswärts gegen den FC Valencia. Valencia, okay. Da hoffen wir natürlich auf ein tolles Spiel. Schön abgeblockt. Der blockt, glaube ich, der eigene Mann gerade ab. Guter Steilpass hier, macht er gut. So, los. Und ja, es ist gerade nicht so ein mitreißendes, top-packendes Topspiel, wo viele Tore fallen. 0 zu 0 steht es momentan noch. Kaffer. Drückt man es vorsichtig aus. Sand im Getriebe, was die Offensive angeht. Die Folge 0-0. Ja, kommt aber auch nicht in die Position. Jetzt für uns? Oder was? Ja, es gibt den Freistoß für uns. Harte Aktion, aber kein Geld. Er weiß natürlich auch, wenn er eine Schonfrist vom Schiri hatte, dann ist die in diesem Augenblick vorbei. Mudi ein. Na, ja, zieh aufs Tor. Wird das 0 zu 0 zur Pause gleich noch stehen oder gibt es da doch noch mal eine Möglichkeit? Sehr guter Einsatz. Goseta. Auf außen ist jetzt Platz. Vielleicht doch noch irgendwie das Ende noch mal.
Und da ist es doch. Jetzt geht das Derby richtig los. Das wichtige 1:0. 1:0. So kann man zumindest mal zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt nochmal zuschlagen. Der erste Durchgang ist vorbei. Dann doch so gerade zumindest noch. Bilbao hat Anstoß. Dann zumindest gerade noch den Treffer gemacht. So, gut. Weiter geht es hier mit der zweiten Hälfte. Ein Torrückstand für Real Sociedad. Mal gucken, wie gesagt. Vielleicht schaffe ich. Oh, ich glaube. Ja, es war ein Fehler. Der Vorstoß jetzt. Sanchez, 2-0. Der Fehler eiskalt bestraft vom Gegner. Diesen Rückpass, diesen fehlerhaften Rückpass, direkt nach der Pause bestraft. Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass und dann machen sie es eigentlich gut. Ein echten Vorwurf kann man der Defensive da gar nicht machen. Ja doch, der meint Spieler, weil den hat er mir schön über die Bahn gelegt. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Und wenn ich ehrlich bin gerade, ich habe das eine Spiel, habe ich gerade gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe eingangs der Folge erzählt, dass ich eine Folge nicht gemacht habe, beziehungsweise Tag pausiert habe. Nee, glaube ich, das könnte passen. Also ich bin gerade tatsächlich noch gemerkt, Moment, da war noch ein Spiel. Ich dachte, Atletico wäre das letzte Spiel gewesen, was ich aufgenommen habe, aber nein, es war noch das Espanyol-Spiel dabei. Erstmal beendet. So, und jetzt sind wir den nächsten Gegner von Real Sociedad. Rayo Vallecano. Ganz kurz, sie kommen jetzt. Goroseta! Der kommt nicht. Der kommt nicht durch, der Ball. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Er scheint nicht abspielen zu wollen. Läuft weiter. Jetzt kommt er. Rico. Sie versuchen es. Schöner Echtsprung von Unai Simon. Simon, ja, gut gehalten. Es gibt einen Wechsel. Ey, brauche ich nicht daherlaufen, komme ich hier nicht hin. Der Ball wird kurz gespielt. Zug in die Mitte. Abi. Einfache Aufgabe für Unai Simon. Chapa. Ja, der kommt aber auch nicht durch, Rico. Aber der macht den Fehler. Schöner Angriff. Nebenleute bieten sich an. Mehr zu der Chance. Hervorragender Zug. Na, ich hätte gern mal. Ich hätte ja gerne hier links, wie heißt er? Ja, sein Ball als Torschützen. Er ist weiter am Ball. Aber das Leben ist kein Wunschkonzert. Nächster Angriff. Flanke bleibt hier also ergebnislos. Ja, er verliert den Ball. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. 20 Minuten noch. Es ist noch nicht viel zu passiert. Pasalic und Chapa. Freistoß? Und vielleicht noch mehr. Und jetzt erleben wir hier den Wechsel.
Okay, es war ein Handspiel tatsächlich. Oder zumindest vermutlich. Nix. Ja, ah ne, zweiter, Maripan. Oh, so nach Simon, also wirklich so durchkommen, nee, es ist ein schwacher Anführungszeichen, es ist nach den letzten Spielen nicht so ganz stark. Aber gut, so ein Spiel gibt's auch mal. Wir führen trotzdem 2-0, wir haben die Punkte. Wieder kurze Ecke, 76. Gute Viertelstunde noch. Guter Einsatz, Ball ist im Aus, es gibt Einwurf. Vielleicht der Anschlusstreffer. Nein! Den hält er natürlich. Da habe ich auch nicht mit gerechnet. Ich dachte, er kommt ja so durch. Kurz vor dem Schlusspfiff haben wir hier eine deutliche... Oh, Yazabal! Jetzt mal mit Tempo auf seiner rechten Seite. Oh, Yazabal. Oh, Yazabal, der ehemalige! Bam, nein! Absolut, mehr Gefühl, dann kann es hier klingeln. Ich habe jetzt ja auch schon, den habe ich sogar drin gesehen, den Ball, aber der war nicht drin. So, wir können kurz wechseln, weil gerade eben pausiert ist. Den habe ich nicht drin gesehen, den Ball. Den habe ich echt drin gesehen, den Ball. So. Yes. Dann können wir es ja durchwechseln. So. Regulär sind es noch 7 Minuten. 2-0 steht es hier momentan. Also hier hätte er auch schon längst. Also die Entscheidung ist es noch nicht so ganz zu 100%, weil lass den Gegner mal noch einen Treffer machen. Dürrei, gut gekräht. Nächster Gegner ist Valencia. Ah, der ist ein Stürmer, der passt da hinten ein bisschen auf. Sichert die Situation nochmal ab. Da sehen wir, wie dribbelstark er ist. Naja, Gerai erstmal. Der Abschluss nicht platziert genug. Das dürfte das durch sein. Kein Problem. Ja, ist durch. Trotzdem 2-0. Wir haben mal wieder 6-0. Kein allzu spektakuläres Spiel. Hauptsache 3 Punkte. Am Ende ist es wurscht. Das andere und genauso kennen wir sie. Mehr Treffer hat keine Mannschaft erzielt und heute hat man wieder einmal gesehen, warum. Spielen sich viele, viele Chancen raus und machen die Dinger auf. Eiskalt, routiniert, souverän. So, Hausaufgabe erledigt. Derby gewonnen. Wie gesagt, Anführungszeichen nicht so spektakulär wie die letzten Spiele, aber Hauptsache 3 Punkte, am Ende ist es wurscht. So, gucken wir mal gerade kurz in die Nachrichten rein. Okay, da sind nur Yazabal und Iñaki, die als Spieler abgestellt wurden. Gut. Wir bleiben mal wieder zu Null. So, er hat schon angetriggert. Das nächste Duell ist gegen Valencia auswärts. So, ich werde mal kurz ein bisschen durchwechseln. Maurice mal vorne mit reinnehmen. Chilo, ja. Ich brauche aber keine 3 LMs auf der Bank. Sorry, Mocello. Das heißt, es fliegt auf jeden Fall mal einer runter, weil ich gerne einen ZM noch mit auf der Bank hätte. Deswegen ein bisschen umstellen. Gerade wenn ich noch einen zentralen Mittelfeldspieler brauche. Oder einen Sechser brauche. Habe ich keinen auf der Bank, deswegen will ich halt ein bisschen umstellen. Gut, wird immer sein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's.
Ja, zur nächsten Reifeprüfung beim FC Valencia, die aber momentan auch mehr schlecht als recht unterwegs sind, ne? Wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss.